Willkommen in der Wüste. Wir versuchen gerade irgendwie nach Dan zu kommen, um dort möglicherweise Hinweise auf einen Ghoul zu finden. Werden aber jetzt bestimmt nicht angegriffen. Straßenräuber, lass uns mal schauen, wie hart sie drauf sind. Es sind drei, vier, fünf Stück an der Zahl. Wir sind so gut wie tot. Tschüss. Und das war's. Einer kommt an mit einem Messer. Okay. Das respektiere ich. Ich stelle mich mal dahin. Vielleicht schießen die nämlich noch auf ihn mit. Kann jetzt einen gezielten Schuss abgeben. Kann ich auch auf dich machen. 70%. Du hast nämlich so eine komische Knifte in der Hand, nicht wahr? Wenn ich den rechten Arm nicht erwische, kannst du damit vielleicht nicht mehr schießen. Ah, genau. Es verstümmelt. Wunderbar. Das war gut. Okay, wunderbar. Ich habe schon mal gefragt, wo hast du eigentlich den Hammer hingelegt? Wir haben zwei Nahkämpfer. Ich dachte, du kannst sie mit den Armen nicht mehr schießen. Sehr gut. Oh ja. Bis jetzt läuft es ganz gut. Du nimmst ein Stimpack und piekst mich an oder schneidest mich an. Das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Okay, warte mal. Ich stehe direkt vor dir. Das heißt, erstmal schaue ich dich an. Wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? Du hast noch 29 von 50. Du hast 32 von 55. Ich will nicht laden. Machen wir es doch erstmal so und schießen. Wer bist du überhaupt? Ah, das bin ich. Und schießen dich an. 8 Punkte. Und für weitere 11 Punkte. Jetzt bist du tot. Das ist schon mal ganz gut. Er hat mir den ersten. Stimpack? Nee. Nachladen. Okay. Okay. Gut. Frage Nummer 1. Wie sieht es bei dir aus? Du hast noch, bist noch voll dabei. Okay. Ich will vielleicht lieber einen gezielten Schuss abgeben, weil ich könnte mir vorstellen, dass es mehr bringt hier momentan. Du bist mir gerade egal, weil du nur ein Speer hast. Aber du nervst mich so ein bisschen. Deswegen schieße ich einfach mal dumm mit einem ganz einfachen Schuss rein. Das ist schlecht und könnte mich den Sieg kosten, natürlich. Okay, wurde weggestoßen, das ist ganz gut. Okay, nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Okay. Und du greifst mich an. Und dann ist das wohl so. Wie viel hast du? 37 von 68. Okay, ich würde gerne dir in den Kopf schießen. Stehst du mich so gut vor mir. Alter Schwede! Das war heftig. Kritisch am Kopf, 46 Trefferpunkte. Hat jemand noch Fragen? Nein? Sehr gut. Dann nutze ich nochmal 2 AP, um nachzuladen und komme 1 AP näher ran. Was? Du läufst weg. Darf ich Hoffnung haben, dass jemand sterben kann hier? So, du hast noch 33 von 45. Ich komme ihm entgegen und schieße dich mal an. Zweimal. Mist. Jetzt läufst du auch weg. Der Kampf läuft schon ganz gut. Jetzt muss nur noch Sulik überleben. So, mein Freund. Du hast 73%. Nummer 1. Nummer 2. Das war schon ganz gut. Oh ja! Jawohl! Und einen haben wir noch. Die Speerdame. So, warte mal, wir gehen mal 3 näher ran. Wie ist denn jetzt die Chance, dich zu treffen? Gar nicht. Wie viele Lebenspunkte hast du denn noch? Du hast noch 3. 3 ist nicht so wahnsinnig viel. Könnte ich dich jetzt treffen? Oh. Ich habe nachgeladen. Na gut, dann laufe ich einfach ein Stück. Ich gehe mal 4 ran. Nutze den Einzelschussmodus und treffe dich leider nicht. Okay, warte mal, du kannst da unten nicht weg, das ist ja ganz günstig. Dann gehe ich auf weitere 4 ran. Nutze den Einzelschussmodus. 50%, aber ich treffe aber wirklich nicht. Da wird Sulik es eben erledigen müssen. Nee, ich komme auch noch näher ran. Und lad mal nach. Und beende den Zug. Wollte gerade sagen, Sulik. Und wir haben es geschafft, oder? Oh ja, wir haben es geschafft. Speichern. Endlich mal einen Kampf gewonnen. Jetzt können wir ein bisschen was looten, das ist sehr gut. So, ich hätte gerne mal hier den Loot von dir.
Du hast ein Speer, 3 Goldmünzen oder 3 Dollar und ein Stimpack. Allein das ist schon viel wert. Dann haben wir, oh ja, eigentlich eine Pistole und 5 Goldmünzen. Ich sag mal Goldmünzen, das ist ein Dollar, Entschuldigung. Hier haben wir ein Kampfmesser und 5 Dollar. Hier ist jemand zu Tode gekommen. Ah, ein Jagdgewehr, sehr gut. Und etwas Geld. Und du hast eine Pistole und etwas Geld. Das ist sehr schön. Da kann ich jetzt echt mal ein bisschen Kasse machen hier. Ich guck gleich nochmal hier oben rein. Ob wir hier gerade noch irgendwas liegen haben. Nein. Da irgendwie. Nee, eher nicht. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu uns... Was ist das denn hier? Kohlkopf? Pflanze. Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, uns Rüstung zu kaufen oder bessere Rüstung zu kaufen. Das wäre doch ganz angenehm. Was ist hier? Müll. Okay, ich würde eigentlich sogar vorschlagen, dass wir uns hier kurz mal... Ja, du hast ziemlich üble Schmerzen, das mag wohl sein. Na, ich will nicht widersprechen. Ah, lalalala. Ich will dich eigentlich nur angucken, das reicht mir völlig. Du hast wie viel? Du hast 52 von 80, das geht eigentlich. Und du hast... Sulikwüste. Oh, 11 von 93, das ist nicht so wahnsinnig viel. Ich speichere das Ganze, wie habe ich da eigentlich nochmal gespeichert? Und würde mich vielleicht mal kurz bis zur Heilung... Oder warte mal, bis zum... Ne, wir versuchen es mal so. Ich habe ja gerade gespeichert, vielleicht kommen wir ja irgendwie nach Dan noch. Oder lass aber nach Modok gehen. Da können wir uns nicht in Ruhe ausruhen. Ohne, dass wir angegriffen werden. Und zwar... Griff ins Klo? Nein, Stadtbrunnen... Hauptstrahl, wie auch immer. Denn hier können wir uns in aller Ruhe ausruhen. Bis zur Heilung der Gruppe ausruhen. Ich glaube, du ein bisschen Erfahrung gegeben haben. Es waren immerhin 4 oder 5 Leute. Sehr angenehm. Ich finde es übrigens ganz lustig, dass wir jetzt eben hier auch mal mehrere Tage einfach mal so rumstehen oder rumpennen. Fällt keinen auf, juckt keinen, interessiert keinen. So, ich habe 58 Trefferpunkte, wunderbar. Aber Sulik wird wahrscheinlich eine ganze Weile brauchen. Wäre nicht schlecht, wenn man so ein bisschen so die Balken sehen würde oder die Lebenspunktanzahl, wie die so hochgehen. Das wäre nicht verkehrt. So, wir haben 13. Februar, wahrscheinlich ein paar Tage genächtigt, werden speichern und wir gehen weiter. Erstmal 3 Felder wieder. Ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, damals auf 2 Felder runtergegangen sind. Weil, genau, weil 3 Feldern Schwarzbrennern. Warum nicht? Weil 3 Felder hat es nicht gebracht. Da hat immer irgendwelche Leute, die uns begegnet sind vorher. So. Ich passe schon auf, dass die Alkoholmischung genau richtig ist. Ja, aber kann man mit euch reden? Ja. Wir verkaufen nur Schnaps der besten Qualität Interesse. Ja, klar. Mal gucken, was du so hast. Wir brauchen eh noch ein bisschen was, nicht wahr? Wir brauchen nämlich Bier. Nehmen wir schon mal 2. Und dann hast du noch ein bisschen Munition und Gold. Okay, du hättest gern 14. Kann ich dir dieses Kampfmesser... Oh, nein. Kann ich dir diesen komischen Speer als Gegenzug geben? Oh, nein. Ja, dann... Oder im Gegenzug, würde ich sagen. Dann gebe ich dir einfach das Geld. Ist ja auch ganz nett. So, 14 hättest du gern. Bitte sehr. Und reden. Wunderbar, okay. Hat jemand anderes von euch auch noch irgendwas? Backa, 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 sagt er. Das freut mich aber sehr. Okay, in die Höhle gehe ich jetzt mal nicht rein. Das war eine okay Begegnung. Kann man machen. Bitte weitergehen. 2 Felder haben wir noch. 1 haben wir hinter uns gebracht. Das erinnert mich so ein bisschen an das Moderieren von Arcanum, wo wir auch relativ oft die Weltkarte besucht haben oder bereist haben. Speichern. Okay, und wir gehen weiter. Sollten wir in Dan übrigens nicht relativ schnell Fortschritte machen, werde ich mich dann nach Redding begeben. Ja, vielleicht nicht ganz so weit. Hierhin reicht ja schon völlig. In der Hoffnung, dass wir dann da weiterkommen. Ihr seid ganz schön heftig, oder? Eine Händler... Ah, eine Heldenergruppe. Lass sie weg oder hau ab. Warte mal. Dann... Lege ich die Waffe mal weg. Warte einen Augenblick, ich habe von dir gehört, du bist der Samariter, der überall den Menschen hilft und sie rettet. So einen wie dich können wir hier nicht, ausstehen, also machen Adler. Ja, ihr mich auch, wer bist du denn? Lass dich bitte frei. Ach, du bist, ihr seid Sklavenhändler. Okay. Ich könnte natürlich euch befreien, aber da wäre ich wahrscheinlich jetzt auch in der nicht hundertprozentig beliebt, denn ich weiß, dass es dort Sklavenhandel gibt. Und Sklaven sind ja im Ödland nichts Ungewöhnliches. Ob man natürlich jetzt Tobias nicht gerade der größte Fan unbedingt davon ist. Also er nimmt es erstmal hin, aber
Er allein kann auch nicht unbedingt die Welt retten. So, wir speichern und im nächsten Schritt dürfen wir in Dan ankommen. Ich habe offen gestanden sämtliche Hinweise vergessen, die dazu führen. Also die uns den gut finden lassen können. Ich glaube. Ach nee, doch, es war irgendwas mit Gräbern. Ich glaube, wir mussten irgendwelche Gräber gucken. Das wäre zumindest eine Idee. So, denn wir kommen natürlich nachts an. Wir gehen, ja, keine Ahnung, Eastside. Und ich würde vielleicht noch bis zum Morgen warten. Obwohl, nee, ist eigentlich ganz gut, wenn wir nachts Gräber ausheben. Lass mal speichern und unseren Status anschauen. Ich glaube, das war in. Nee, Quatsch. In Gecko war das. Such Woody den Ghoul für Percy. Versuche es in Dan. Ja. Archive. Versuche es in Dan. Ja. Was haben wir denn hier? Du siehst einen Grabstein. Mrs. Winslow. Mrs. Tamara Winslow. Hier haben wir Doug Avery. Hasst den Krieg dafür, dass er seinen Lebensstil ruinierte. Dann hat ich sehe einen Grabstein, ist aber jetzt doch Anna Winslow. Machst du irgendwas Sinnvolles mit deinem Leben? Steht drauf. Was ist hier? Du siehst einen Grabstein, aber ich kann doch der Name in diesem Grab lautet Mr. Christopher Winslow. Das ist ein Grabstein und auf dem Grabstein steht Evan Shandland, 74 bis keine Ahnung. Er war nicht Paranoid, sie war wirklich hinter ihm her, okay? Auf dem Grabstein steht der Name und das Datum auf einem diesen Grabstein sind mit der Zeit verwittert. Okay. Auf dem Grabstein steht, ich war jemand, wer geht euch nichts an? Hier ist David Handy, der lauteste unter den Toten, möge er in Frieden ruhen. Auf dem Grabstein steht, hier ruht ein Atheist, im Sonntagsstaat kann er nirgends hin. Ja, okay, gut. So richtig hilfreich war es ehrlich gesagt nicht. Ich meine übrigens, dass ich mal hier einen Knochen verbuddelt hätte und es kann durchaus sein, dass ich das an den falschen Ort getan habe. Kann das sein? Ja, hier. Annas Knochen. Warte mal, waren das Annas Knochen hier sinnvoll? Anna Winslow, ja, zumindest. Ja, weil man sagte mir oder man schrieb mir, dass man nichts gelesen hätte, dass ich keine Erfahrung bekommen hätte oder in der Richtung. Es kann ja auch sein, dass Mr. Tamara Winslow die legen sollte oder zu Mr. Christopher Winslow die Knochen. Aber ich möchte eigentlich so wenig möglich ausheben wie möglich. Ich sehe einen Grabstein, der derzeit verwittert ist. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich glaube, die oberen waren auch nicht so wirklich hilfreich. Deswegen würde ich mal kurz eine Schaufel nehmen und auf dieses Grab anwenden. So, das Papst hat mich mit so einer Comicfigur von vom Krieg benannt. Sagte, der wäre auch so ein gemeiner Dämmler gewesen. Top. Was haben wir hier drin? Wir haben nichts, was sich lohnt, deswegen ein Grab zu öffnen. Was war hier nochmal? Auf dem Grabstein steht, gebe ich nichts an, okay. Was war hier? Jesse Reynolds? Nein. Das waren alles nur die ganzen Easter Egg Grabsteine. Sie ist ein Grabstein, ja. Entschuldigung. Den Grabstein steht Trommel Ray Isaac. Hier ruht ein Mann, der in dieser Branche am Herzen gearbeitet hat. Ja, okay, gut. Ruhm und Frieden, Casey Danahue, nein. Und ist hier ein Grabstein. Ich habe euch doch gesagt, ich bin krank. Okay, hat nicht so wirklich geholfen, muss man mal klar sagen. Haben wir noch irgendwelche Hinweise? Also haben wir noch zum Beispiel irgendwelche Aufträge für Dan selber? Besorgt einen Autosatzteil für Smitty. Ja, habe ich leider nicht besorgen können. Ich weiß aber, wo es das gibt. Das ist schon mal etwas. Ich würde mal eben bis zum Morgen warten und vielleicht mal die Leute fragen, ob die etwas wissen. Bis zum morgen ausruhen, genau. Ja, wunderbar. So. Vielleicht kann man auch ein paar Dinge noch verkaufen. Ich habe ja recht viel, was ich gerade mal verkaufen möchte, weil ich gerade frisch looten durfte. Worüber wolltest du mit Mom sprechen? Ja, du bist nicht meine Mama. Das weiß ich, aber so nennen mich alle hier. Ich gehe mit den Leuten auch so um, als wären sie Verwandte. Das heißt, solange meine Regeln befolgt werden. Regeln? Genau, kein Stehlen, kein Fluchen und keine Schlägereien. Sowas gibt's hier nicht, sonst fliegst du raus. Ich will, dass es hier friedlich zugeht. Ja, ich will noch was anderes fragen, aber nee. Gibt's offenbar nicht. Können wir irgendwas tauschen? Vielleicht etwas für viel Geld. Du hast 113, dann gebe ich dir gleich mal diesen Speer. Dankeschön. Bieten. Sonst hast du nichts für mich von Interesse. Okay, dann reden. Und ja.
Ich würde eigentlich ganz gern gehen, wirklich. Ich nehme nichts. Ich glaube, das war's dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielleicht soll ich mal ganz kurz die Hinweise für mich sammeln, wo der Herr Ghoul, wo der Woody wohl sein könnte. Warte mal, Woody könnte natürlich auch genauso gut einfach hier drin sein. Das wäre eine Möglichkeit. Frag mal meinen Sklavenhalter, da kommt ja viel rum und lernt viele Leute kennen, sage ich mal. Vielleicht kann er ja auch Woody irgendwie, kennt er der Woody irgendwie. Aber offenbar eher nicht. Willst du mit mir tauschen oder willst du mit mir tauschen? Du hast Gecko heute wenig Geld. Was ist das? Das ist mein Schnaps. Nee, ist mein Gegengift. Noch schlimmer. Und ein paar Speere. Ja, nee, das brauche ich nicht. Dankeschön. Tschüss. Gut, macht nichts. Tschüss. Schade, schade. Ich wollte wenigstens mal ganz kurz die wichtigsten Leute ansprechen, ob die irgendetwas wissen über den Herrn Woody. Wer bist du? Du bist ein Jetty. So, du bist der Besitzer des Lochs. Ich weiß noch nicht, ich komme wieder. Nee, kann man noch irgendwas tauschen mit dir? Du hast eine Waffe. Das ist ja toll. Dann lass doch am besten mal reden. Und das Reden stimmt aus. Tschüss. Okay, dann lass uns in die Weststadt gehen oder in die Westside. Hier habe ich auch mal jemanden umgebracht mal. Ich nehme mal einen Jetty, der ausgerastet ist. Halt hier bloß die Augen auf. Die Einwohner sind hier nicht allzu freundlich. Das war kein Problem. Ich habe immerhin ordentlich Waffen dabei. Ich schwebe, ich habe Kraft und alles ruckelt. Okay. Gehen wir nochmal zu den Irren, die schweben und Kraft haben. Keine Ahnung, warum es gerade ruckelt. Wahrscheinlich, weil unglaublich viele Charaktere berechnet werden müssen, mein Computer deswegen in die Knie gezwungen wird. Was zum Teufel tust du hier? Nein. Nee, offenbar nicht. Das ist auch jetzt mit Woody. Du hast eine Waffe, du hast diverse Dinge sogar. Hast du auch noch Geld? Ach, über Cats and Paws. Soll ich ja behalten. Werde ich also wieder kaufen. Wir haben eine Rüstung hier, eine Lederrüstung. Oh ja, das geht ja noch. 1410 und 55 Gold. 55 ist nicht so richtig viel. Ist das ein Magnum? Das ist 10 mm. Ja, brauche ich aber glaube ich gar nicht. Ich brauche die andere. Hast du Magnum-Munition hier? Du hast Magnum-Munition hier. Gut, dann nehme ich mal eins mit. Für 110. 165. Na gut, dann gebe ich dir noch eins. Dann haben wir 210. Dann müsste ich dir 45 geben. Will ich dir 45 geben? Na, ganz klar nein. Das ist Gegengift, ne? Ja. Habe ich noch irgendwelchen Ramsch? Ich glaube nicht. Hier, Heilpulver. Eins. 85. Komm, nehmen wir beide. 225. Jetzt kannst du mir noch 15 geben. Nutze ich doch eh nicht mehr. Sehr gut. Das biete ich dir. Lass uns reden. Und tschüss, Flick. Geh weg. Okay, vielleicht finden wir auch irgendwann eine gute Rüstung. Daran glaube ich zwar nicht so richtig. Eine Rüstung zu finden wahrscheinlich genauso selten ist, wie gute Waffen zu finden. Nee, du hast wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Obwohl, ich frage mal. Hier ist die Chefin. Hast du noch rausgekriegt, was drin ist? Nein, noch nicht. Und ich werde es auch nicht rauskriegen. Das ist ein Auftrag, den ich nicht erfüllen kann, weil meine Gesprächsskills zu niedrig sind. Ich sollte für sie rausfinden, was in dem Lagerhaus vor sich geht. Konnte ich aber nicht. So, mein Freund, hast du noch irgendwas? Kann ich dir was fragen? Was möchtest du wissen? Eigentlich nichts. Nichts zumindest von dem, was du an Informationen anzubieten hast. Hast du aber Geld? Was sehe ich, ein Tourist? Ein einzigartiger Behälter gefüllt mit seltsam unbekannten Chemikalien, wahrscheinlich militärischen Ursprungs. Soll das Gefechtspotenzial eines Soldaten erhöhen. Okay. Dann haben wir hier noch Käsechips, Messerchen, die habe ich wahrscheinlich schon verkauft. Oh. MGs und Lederjacken. Ah, den Kram habe ich wahrscheinlich verkauft. Schnaps habe ich. Oh, warte mal, Schnaps brauchen wir. 10 Mal, glaube ich. Alter. 200. Hast du Geld? Was, 151? Was gibt's mir denn für eine von diesen Waffen? 275. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann gib mir nochmal 75 mehr. Jetzt habe ich schon mal 2 Bier und 10 Schnaps, oder? Oder habe ich schon 3 Bier gehabt? Hä? Ein Bier? Ich habe doch mehr Bier gekauft. Habe ich nicht gerade Bier gekauft?
Okay. Fehlen mir noch ein paar Bier. Hast du noch Bier? Du hast noch drei Bier. Drei Bier für 30 Öcken, natürlich. Kriegst es gleich wieder zurück. So viel Spaß muss sein. Schnetzelfleisch. Guck mal, die komischen Wurzeln werde ich nie wieder anwenden, weil die letztendlich habe ich hier nur für irgendwelche Heilbeutelchen. Dann haben wir irgendwelche Schlüssel, die wir wahrscheinlich auch nie wieder brauchen werden. Aber gut. Und du kriegst noch 26 Dollar von mir. Dankeschön. 30, 30, genau, bieten und das war's. Okay, ich würde sagen, auf Wiedersehen. Wir können nicht mehr so wahnsinnig viel rausbekommen, es sei denn, wir gehen nochmal zu Becky's. Was wir auch ganz kurz tun werden. Wenn der Jetty mich mal hier durchlässt. Dankeschön. Becky's, hallo. Ich brauche was zu trinken. Na, schade, du hast nichts. Oder weißt nichts über einen Woody. Du hast nur ein Messer, eine Blume. Was für ein schöner Kontrast. Du könntest ein Anime-Mädchen sein. Nichts, Wiedersehen, tschüss. Okay, ich sehe gerade, man kommt hier oben raus. Machen wir das doch einfach mal und schlagen unseren Weg nach Reading ein. Ich gehe mal davon aus, dass wir Reading in dieser Folge noch erreichen werden, aber ich werde es wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr erkunden. Weswegen ich einfach nur versuchen werde, den Weg bis dahin zu beschreiten. Bei unserem Glück, wenn wir noch 20 Kämpfe erstmal haben. Was gut sein könnte, eine Gruppe Maulwurfsratten. Ja, warum nicht? Ja, dann. Nein, ich will es nicht anwenden. Ich will eigentlich zielen und schießen und vielleicht sogar töten. Nem, nem, nem. Und zwar 80%. Ja, 95 wahrscheinlich. Dein Kopf hätte ich ganz gerne. Dein Kopf. Der ist dann wohl weg, schätze ich mal. Für nur 51 Trefferpunkte. Große Maulwurfsratte wurde kritisch am Kopf getroffen. Für 51 Trefferpunkte. Der Schädel ist genagt jetzt, gibt mehrere ungesunde Geräusche ab. Und Große Maulwurfsratte wurde getötet. Ich ziehe mich nun zurück. Okay. Das wäre die zweite Ratte gewesen. Ich guck mal, ob ich dich noch gut erwischen kann. Ebenfalls am Kopf. Wow, das war vielleicht mal traurig. Ich gehe woanders hin. Ach, ich wollte immer noch gucken, was eigentlich Suliks Problem ist. Das Vieh ist jetzt auch tot. Komm, ich hau einfach ab. Das können einfach die anderen beiden, können einfach den Rest regeln hier. Hier lang. Sag mal, ist eigentlich mal Sulik oder so wieder dran? Dankeschön. Warte mal. Große Mausrate wurde kritisch getroffen. Und sie wurde wurde umhergeschleudert. Ich gehe mal hier hin. Oder am besten dahin. Und beende meinen Zug. Du stehst wieder auf, kommst natürlich zu mir. Du rennst nach und schießt. Schön hinein. Du hast nicht mehr so viel, oder? Du hast noch 6 und du hast noch 33. Na gut. Machen wir es einmal so. Der ist für dich. Und der ist für dich. Au. Au. Dankeschön. Sulik, es wäre jetzt eigentlich was für dich, aber ich schieße auch noch einmal. Jetzt lade ich nach und beende den Zug. Sulik, dreh ich doch bitte mal um. Wie langsam bist du eigentlich? Wie viel Initiative hast du eigentlich? So. Kampf ist beendet. Wie viel haben wir bekommen? 720 Erfahrungspunkte, das ist doch sehr, sehr gut. Die können wir dringend gebrauchen. Wie viel haben wir denn? Oder wie viel brauchen wir noch zur nächsten? Beides eigentlich. Wir haben 31.555. Wir brauchen noch rund 4.000. 4.500. Okay. Speichern wir das Ganze einfach mal und gehen direkt weiter. Auch wenn ich nicht mehr so viele Lebenspunkte habe. Ja. Sehr gut. Abgehört dort. Ja, keine Ahnung, was du gerade gesagt hast, aber schön. Wir gehen weiter. Wie viele Lebenspunkte habe ich jetzt? Ich habe 24. Ich habe also schon mal 6 Lebenspunkte wiederhergestellt. Und wir begeben uns weiter auf den Weg nach Reading oder in Richtung Reading. Auch wenn wir scheinbar noch etwas oder etwas zu niedrigen Level haben, eigentlich. Oh, war es ein Schuss oder war es Donner? Klang eher wie ein Schuss. Und dieser Wüste ist wahrscheinlich eher lang kein Tropfen Regen mehr gefallen, deswegen gehe ich mal davon aus, es ist eher ein Schuss als Donner. Und die Vorankündigung eines Gewitters oder sowas. Reading, wir kommen. Und wir sind auch schon drin, wunderbar. Wir können praktisch nicht mehr angegriffen werden, es sei denn, wir haben jetzt einen warmen Empfang in Reading.
Wie immer kommen wir nachts an. Redding ist eine Bergbaustadt, hauptsächlich Gold. Von hier aus sind früher immer eine Menge Karawanen nach War City gekommen. Katsching! Okay, gucken wir uns kurz die Karte an. Aufschlussreich wie immer. Redding, Stadtmitte, da sind wir. Scanner haben wir noch nicht. Der Bewegungssensor ist nicht installiert. Der Bewegungssensor war immer richtig gut, hat mir richtig geholfen. Ich werde aber ganz kurz nochmal bis zur Heilung ausruhen. Bis zur Heilung, ja, bis zu meiner Heilung. Ich war der Einzige, der verwundet war. Dürfte nicht allzu lange dauern. In Redding gab es ja das Problem, dass Redding Wall City mit Erz beliefert hat, aber seit einiger Zeit sind die Erztransporte ausgeblieben. Wir können nun klären, woran das jetzt lag. Na gut, jetzt sind wir vielleicht besser bis morgen ausruhen wenigstens. Und das werden wir auch tun, aber erst in der morgigen Folge, in den morgigen drei Folgen. Ich freue mich schon drauf. Bis denn dann. Ciao, tschüss.